Die deutsche Wiedervereinigung, die galt der Bundesrepublik in den Jahren der Teilung als großes Ziel. Kontakte zu den Brüdern und Schwestern hinter der Mauer waren wichtig. Post von drüben und Anrufe aber gleichzeitig verdächtig. Schließlich fürchtete der Westen kommunistische Propaganda. Systematisch wurden deshalb in den 50er bis 70er Jahren ankommende Briefe und Pakete aus dem Osten geöffnet, kontrolliert und größtenteils vernichtet. Mehr als unglaubliche 100 Millionen Sendungen. Jetzt kommt heraus, der Geheimdienst regelte das im Auftrag der Alliierten. Und deren Sonderrechte scheinen bis heute zu überleben. Ja, diese Abhörgeschichte geht ja zurück bis in die Anfänge der Bundesrepublik. Und zunächst kamen die Siegermächte als Besatzer nach Deutschland und haben selber bestimmt, was sie taten. Und so konnten sie abhören und zensieren, was sie wollten. Dieser Prozess endete dann 1955 in einer gewissen Weise, weil dann das Besatzungsstatut abgeschafft wurde. In einem Deutschlandvertrag wurden neue Regelungen aufgegriffen, aber darin enthalten waren interessanterweise Vorbehaltsrechte. Und unter anderem wurde da auch den Alliierten vorbehalten, dass sie in Zukunft weiterhin den Post- und Fernmeldeverkehr überwachen dürfen und sich als Geheimdienst in Deutschland frei bewegen können. Ich fühle immer noch, dass die Amerikaner sich hier benehmen wie Besatzer in einem fremden Land und sich nicht an die Gepflogenheiten halten, die es gilt zu halten. Und das Thema, wir wollen gute Freunde sein, ich meine, das hat für mich was mit Fürsorge, mit Wertschätzung zu tun, die erlebe ich nicht. Lassen Sie uns noch mal kurz den Fokus jetzt auf die NSA-Affäre und die deutsch-amerikanischen Beziehungen lenken. Im Sommer hieß es immer, sowohl von Frau Merkel als auch von Obama, alle halten sich an deutsches Recht. Das wird wieder kolportiert. Alle halten sich an geltendes Recht. Ist das so? Wie empfinden Sie das? Wie bewerten Sie das? Also offen gestanden, ich halte das für eine Rederei. Jedenfalls nehme ich es nicht ernst, denn es wäre langsam an der Zeit, dass einmal grundsätzlich geklärt wird, welche Relikte aus der Besatzungszeit gelten immer noch. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einem Skandal zu tun, der in seinem Ausmaß in dieser Art bisher noch nicht vorgekommen ist und der die Bevölkerung dazu bringt, sich eine Vielzahl von Fragen zu stellen. Und die erste Pflicht der Regierung wäre gewesen, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Sie haben aber in Wirklichkeit das Gegenteil betrieben. Was haben eigentlich nun die amerikanischen und britischen Geheimdienste gemacht? Nichts Genaues weiß man. So ähnlich läuft die Debatte über amerikanische Geheimdienste und ihr Spitzeln hier in Deutschland. Doch in Wahrheit geht's beim Abhören ganz ordentlich zu. Man möchte fast sagen, mit deutscher Gründlichkeit. Denn der Staat selbst hat über 200 US-Firmen mit Sonderrechten ausgestattet, damit die hierzulande nachrichtendienstlich arbeiten können. Spionage offiziell erlaubt. Umso rätselhafter also, warum die Regierung von PRISM und anderen Geheimnissen erst aus der Zeitung erfahren haben will. Ich war mit einem Mitarbeiter von Level 3 befreundet. Der hat mich vor einigen Jahren an seine Arbeitsstelle eingeladen. Er sagte, das sei eine zentrale Stelle zum Abhören aller Telefonate in Süddeutschland. Er zeigte mir zwei Arbeitsplätze, große Schreibtische mit Monitoren vor Schränken mit Datenspeichern. Er erklärte mir, dass in den Schränken praktisch jedes Telefongespräch auch von mobilen Geräten aufgezeichnet würde. Hier sitzt das FBI und da der Geheimdienst, behauptete er. Auf meine Frage, was die machen, sagte er, es gehe vor allem um das Abhören von großen Industrieunternehmen. Auf Nachfrage schweigt Level 3 zu diesen Vorwürfen und erklärt, man halte sich an die geltenden amerikanischen Gesetze. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es richtig ist, dass wir heute noch, und ich entnehme diesen Hinweis der Stuttgarter Zeitung, dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland bzw. an ihre Regierung. Aber was ich eben auch erstaunlich finde, ist, dass ja das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wäre es nicht doch an der Zeit, dass wir mal als Land souverän wären und die Besatzung beendet wird? Dazu müsste eben auch das Besatzungsstatut aufgehoben werden. Jetzt haben Sie nur die Verwaltungsvereinbarung zwischen den Geheimdiensten aufgekündigt. Das reicht nicht. Wir brauchen kein Besatzungsstatut mehr. Deutschland muss das beenden.
Die Bundesregierung, Sie haben das erwähnt, hat nun ein Abkommen mit Großbritannien und den USA gekündigt. Von 1968 ist es. Es regelt den Austausch von Daten, auch mit Geheimdiensten. Ist das nicht ein richtiger Schritt? Ja, aber der reicht nicht. Und es kommt noch was hinzu. Es gibt ja die Genehmigung an über 200 Firmen, die steuerbefreit sind, die andere Privilegien hatten, erteilt von Außenministern, hier zu spionieren. Die machen das ja im Auftrage dieser Geheimdienste, im Auftrage des Militärs. Und wissen Sie, der erste Außenminister war, der das genehmigt hat, das war Joschka Fischer. Der zweite hat es erweitert, das war Herr Steinmeier. Und der dritte, der es auch nochmal erweitert hat, war Herr Westerwelle. Über 200 Firmen haben im Auftrage des amerikanischen Militärs und der amerikanischen Geheimdienste hier die Spionage privilegiert organisiert, steuerbefreit. Die konnten machen, was sie wollten. Die Regierung hat gesagt, die sind nicht an das Recht gebunden. Das hat mich wirklich entsetzt, muss ich sagen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Außerdem schloss die damalige Bundesregierung mit den drei Westalliierten einzelne Geheimabkommen ab, die ihnen weiterhin Überwachungsrechte einräumten. So heißt es in der entsprechenden Vereinbarung mit den Briten, Zitat: Wenn die entsprechenden britischen Behörden Brief-, Post- oder Fernmeldekontrolle in der Bundesrepublik Deutschland für erforderlich halten, ersuchen sie das Bundesamt für Verfassungsschutz um diese Maßnahme. Und daran hat sich nach Meinung von Historikern und Juristen bis heute nichts geändert. Daneben gab es jetzt eine ganze Reihe anderer Verträge. Ich will nur sagen, das Recht zur Stationierung von Truppen in Deutschland wurde damals auch in einem sogenannten Aufenthaltsvertrag geregelt. Ein weiterer Vertrag kam hinterher dazu, das war der NATO-Vertrag. Und da machten wir einen speziellen Zusatzvertrag mit den Alliierten, wo wiederum das Recht auf Durchführung von Überwachungsmaßnahmen garantiert war. Und jetzt mache ich einfach einen großen Sprung, das geht so eigentlich weiter durch die ganze Geschichte. Ja. Das Spannende ist nun, dass bei den 2+4 Verhandlungen, also 1990, als es um die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands ging, der Deutschlandvertrag, obwohl wir jetzt frei und souverän wurden, eben durch Noten, Austausch von Noten, beibehalten worden ist. Und zum Zweiten auch der Aufenthaltsvertrag. Also Deutschland, die Bundesrepublik ist ja eine Kreation der Alliierten nach dem Krieg und allen voran die Amerikaner. Schon erstaunlich, dass wir auf eine Frage nach der Souveränität Deutschlands von mehreren Behörden nur ausweichende Antworten bekommen. Da nochmal die Frage, weil ich das ein wichtiger Punkt finde. Inwiefern ist heute Deutschland souverän oder auch nicht? Naja, also souverän ist kein Land mehr. Souverän ist nach einer Definition derjenige, der den Ausnahmezustand erklären kann. Die deutsche Souveränität ist ja 1955 erklärt worden, aber sie war gleich null, die Änderungen. Und das, was 1990 dann draufgesetzt worden ist, hat das auch noch nicht grundsätzlich verändert. Wir haben es also mit einem massenhaften Abhören der Bürgerinnen und Bürger bis zum Handy der Kanzlerin zu tun, aber auch der Unternehmen. Wir wissen, dass die britischen und amerikanischen Militärstützpunkte als Horchposten genutzt werden. Und wir wissen, dass es Industrie- und Wirtschaftsspionage mit Milliardenschäden für Unternehmen in unserem Land gibt. Nicht mal da werden Sie wach. Nicht mal da unternehmen Sie wirklich etwas, um das auszuschließen. Ich sage das ganz klar. Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Dann ist Deutschland souverän. Vorher nicht. Seit Jahren rätselt Bürgermeisterin Gabriele Winter, was die Amerikaner am Ortsrand ihrer Gemeinde treiben. Ja, hier auf dem Luftbild sehen wir die Stadt Griesheim. Und wir haben oberhalb mit dem Sendemast den sogenannten Dägger-Komplex. Und hier sehen Sie auch noch die runden Kugeln, die als Empfangsstation, Funkstation bis vor einigen Jahren fungiert haben. Wir wissen nicht, was die Amerikaner hier machen, aber wir vermuten, dass es sich um Abhöranlagen handelt. In der Tat, bei Griesheim unterhält die US-Armee einen streng abgeschirmten Stützpunkt, den Dägger-Komplex. Es sollen hier auch unterirdische Anlagen geben. Aber auf Anfrage bekam die Bürgermeisterin nie eine Antwort. Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Dieser Satz
erweckt ja den Eindruck, als würde uns das deutsche Recht vor ausländischen Attacken schützen, nachrichtendienstlichen Angriffen, wie es ja, oder geheimdienstlichen Angriffen schützen. Dieses ist zumindest gegenüber den drei westlichen Alliierten nicht der Fall. Professor Foschepoth konnte Geheimdokumente der Bundesregierung einsehen. Er fand heraus, dass Deutschland den früheren Besatzungsmächten auch heute das Recht gewährt, deutsche Bürger auszuspähen. Nach seiner Ansicht ist Deutschland bis heute kein souveräner Staat. Es geht wieder um die Ableugnungsstrategie. Das heißt, der Dienst muss sich als Sündenbock gerieren, damit die Politik bestimmte politische Positionen durchdrücken kann und damit sie nicht an die Kernfragen der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland herangeht und die Kernfrage, warum uns die Briten und die Amerikaner nachrichtendienstlich wie einen Feindstaat behandeln. Ist vorstellbar, dass tatsächlich die 2+4-Verhandlungen und auch das Ende des Vier-Mächte-Abkommens dafür gesorgt haben, dass trotzdem alte Gesetze und alte Zusagen an die ehemaligen Alliierten weiterlaufen? Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Und erst wenn wir einen Friedensvertrag hätten, wäre das Besatzungsrecht obsolet. Keine Regierung seit der Gründung der Bundesrepublik hat dieses Thema mal aufgearbeitet. Ich glaube, es ist angekommen als Frage. Ja. Das gibt es sonst in einem demokratischen Rechtsstaat nicht, nur eben bei uns. Und das ist schon lange so, sagt Josef Foschepoth. 2012 hat der Historiker das Buch Überwachtes Deutschland veröffentlicht. Er kommt zu dem Ergebnis, seit Beginn der Bundesrepublik kontrollierten die Westalliierten massiv Briefe und Telefonate mit vollem Wissen deutscher Politiker. Nur mal so ein kleiner Gedankenhappen, so ein Häppchen. Es ist ja gerade alles noch in aller Munde, die ganze Geschichte mit der NSA und dem Abhörskandal und sind wir ein souveräner Staat oder nicht. Jeder, der sich etwas mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass wir das nicht sind. Nur diese Scheinheiligkeit der Politikerdarsteller geht mir einfach tierisch auf den Zeiger. Deshalb wollte ich einfach nur mal was mitteilen. Es gibt nämlich ein Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, das Artikel 10 Gesetz oder einfach nur G10. Also es kann keine Bundesregierung sich heute weigern, diese Forderung der Alliierten, insbesondere der ehemaligen Siegermächte, die drei Mächte, Großbritannien, Frankreich und USA, zu verweigern. Das ist aus mehreren Gründen problematisch. Ein Grund ist, Geheimverträge sind generell nach der UN-Charta unzulässig. Der zweite Punkt ist, dass dieser Geheimvertrag aus dem Jahr 1968 keine hinreichenden Kontrollen vorsieht, sodass man heute, wenn Abhöraktionen stattfinden, nicht hinreichend weiß, auf welche Grundlage es stattfindet. Und seitdem befinden sich also die Amerikaner in unserem Land, nach wie vor, ich sage es salopp, auf Besatzungsgrundlage. Das heißt, es ist kein Vertrag zwischen gleichberechtigten Staaten gewesen, sondern der Bundeskanzler Kohl hat mit den Alliierten, weil er natürlich die Wiedervereinigung gerne wollte, deren Wunsch erfüllt und sagt, wir machen keinen Vertrag über die Stationierung der Truppen hier, sondern der alte Vertrag gilt fort. Lassen Sie uns ganz kurz bei dem Punkt bleiben, alliierte Vorbehaltsrechte. Wir haben es mal so ein bisschen gestoßen, aber noch nicht kurz drüber gesprochen. Sie hatten ja, wenn ich Sie richtig verstehe, haben gesagt, es gab damals diese Vereinbarung zwischen Deutschland und den Alliierten, die wurde fortgeführt und gilt doch eigentlich bis heute fort. Ja, es sind Milderungen passiert, aber es würde sich lohnen, das systematisch aufzuarbeiten. Aber inwiefern sind wir nicht souverän? Ich kann Ihnen das nicht im Einzelnen sagen. Ich sage nur, ich habe also eine Ausarbeitung über 10-12 Seiten gelesen, was alles geklärt werden müsste. Das ist mehr, als ich Ihnen jetzt aufzählen kann. Aber es würde sich lohnen, systematisch zu erforschen, was ist eigentlich entbehrlich oder was ist eigentlich überständig. Das heißt, im Grunde nicht mehr zu verantworten. Snowden hat eine Wahrheit enthüllt, die wir so noch gar nicht gesehen haben. Mit einer unglaublichen Arroganz der Macht. Sie ist ja nicht dementiert worden. Wie geht man mit einer Wahrheit um? Man muss sie berücksichtigen, jedenfalls hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken.
Meinen Sie wirklich, dass das ein Bewusstsein schaffen wird hier? Ja. Ja. Die Wahrheit ist auf Dauer nicht zu unterdrücken. Die Dimension auch nicht.